Klar. Wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor? Ja. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Das Krankenhaus. Aber Marie ist weg. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Okay. Mari. Ein Albtraum. Oder ein Nachtgedanke, keine Ahnung. Tagdanke. Ich bin... Komm schon, reiß dich zusammen. Ich... bin immer noch hier? Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Okay, beruhig dich, Digga. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. Nicht da. Kommt doch was in Inventar. Okay. Aber hier ist es nicht. Ich hätte irgendwas hier.
Momentan habe ich die Kraft Wind. Na gut. Machen wir erstmal weiter. Nett. Was ziehen kann ich denn nicht? Ich habe wahrscheinlich auch gar kein Geld. Dann fahren wir mal Fahrstuhl. Ob es überhaupt noch irgendwo Menschen gibt, die überlebt haben? Das hatten wir ja schon, ne? Ja. Okay, tauchen wieder auf. Interessant. Gehen wir mal raus aus der Stadt, aus dem Krankenhaus. Bis zum Benisch, Stadt der Schatten. Musikvisitor? Okay. Ist Lied. Kapitel 2. Sorge. Keine Menschenseele. Sind die alle einfach verschwunden? Sieht so aus. Und wenn ihr Plan aufgeht, ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los. Okay, also wir haben einen Feind, wir haben einen Verbündeten. So viel wissen wir schon mal. Unser erster Halt ist Jugend Sakai. Nebel schon wieder. Halt dich bloß fern. Der ist gefährlich. Jetzt zappel ich alles hier. Wir laufen erstmal eine Weile. Was ist das? Finden wir es raus. Wen haben wir denn da? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. Oh, und wir bei 30, sehr schön. Oh, ich den ja erstmal gleich kaputt machen. Und immer durch das Tor. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Gut, wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Hatte ich sogar vor. Also kam der Nebel aus diesem Tori? Sieht so aus. Hätte gar nicht gedacht, dass man es Rakatashiro. Die nehmen wir mit. Was zur Hölle ist das? Kagura Susu, ein kurzer Stab, in dem mehrere Glöckchen befestigt sind. Shinto-Schreinpriesterin benutzen sie bei rituellen Kagura-Tänzen, okay. Ist da noch irgendwas? Wo ich mich das hier kralle?
Das war's. Gehen wir weiter. Aber was macht man damit? Landbank schön und gut. Das ist ein Relikt. Das ist Nahrung. Das sind Charaktere. KK ist der Geist eines toten Mannes, der von Akitos Körperbesitz ergreift, nachdem dieser bei einer beinahe tödliche Verletzung gelitten hat. KK möchte sich an Hanya rächen. Vollständiger Name: Mari Izuki. Akito Izuki ist 17-jährige kleine Schwester und Oberstufenschülerin. Nach einem Verwundungsbrand liegt sie mit schweren Verbrennungen bewusstlos im Zentralkrankenhaus von Shibuya. Ach, deswegen auch diese Erinnerung. Hanya entführt sie, damit sie für seine Zeremonie benutzt werden kann. Hanya. Ein geheimnisvoller Mann mit einer Hanya-Maske aus dem Nottheater. Er soll mit dem massenverschwittenen Shibuya in Zusammenhang stehen. Er verletzt Akito schwer, bevor er dessen Schwester Maria entnimmt. Mitnimmt, nicht entnimmt. Regenläufer. Besucher, die aus dem Herzen derer entstehen, die sich für die Arbeit bis zur völligen Erschöpfung verausgabt haben. Sie widmen sich ebenso hingebungsvoll ihrer neuen Aufgabe, die Lebenskraft der Lebenden zu stehlen. Das ist unfair. Hier die ganzen Protokolle habe ich ja schon gelesen gehabt. Okay. Okay. Interessant oder so ähnlich. Da ist Nebel, da geht's nicht weiter. Ich kann jetzt aber hier lang. Dann gehen wir da lang. So parkt man kein Motorrad oder Roller. Kann ich ja mehrere Dinge jetzt nehmen? Ne, okay. Hätte ja sein können. Was ist denn Wuffy? Warum bellt er? Da drüben. Halten wir sie auf. Es ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Richtung Kumpel, geh zurück und hilf den Geistern. Ha, daneben, mein Freund. Sie in Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir ihnen helfen. Hol mal eines dieser Katashiro raus. Sie wurden eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Wo ist Wuffy hin? Schade, also gefällt mir auch noch ganz cool. So eine Telefonzelle. Oh, cool, gelb. Gelbe Ätherkristalle. Also das wäre Geld. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtende gelbe Ätherkristalle. Zerstöre sie, um wer von dem Maika zu erhalten. Maika macht das Würstchen. Wo soll ich eine Telefonzelle? Was mit dir machen? Hier ist eine Telefonzelle. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Okay. Was zum... Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran.
verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Ah. Okay. Du. Ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seelen retten. Jetzt tritt zur Seite. Du bist kein Retter. Wer sagt denn, dass ich einer sein will? Zur Seite treten? Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Was steht da gerade? 240.000? Es gibt noch einen Plan B, eine Aussage von Edin, der über den Geistransmitter spricht. Ah, das ist eins von Eds Diktiergeräten. Kann ich mir das mal anhören? Ed. Ah. Eine von Kekas Verbündeten und zugleich der Erfinder des Geistransmitters. Okay. Ja, mal abklicken hier. Hier ist Ed. Wenn ihr das hört, kann das nur heißen, unsere Operation war ein Fehlschlag. Falls noch jemand lebt, müsst ihr schnellstmöglich Plan B umsetzen. Kommen wir zu den Details. Der erste Teil ist wie zuvor. Zielobjekt ausfindig machen und eliminieren. Aber es gibt eine zweite, ebenso wichtige Aufgabe. Ihr müsst alle in der Stadt wandelnden Geister einsammeln. Der Plan unseres Zielobjekts verlangt nach Dutzenden von ihnen. Wenn wir Hanya zuvorkommen, war's das mit seinen Plänen. Wir stehen draußen bereit und warten darauf, dass ihr alle Geister zu uns bringt, die ihr findet. Außerdem hat Dale gerade aus irgendeinem Grund haufenweise Kroketten gekauft. Okay. Er behauptet, das isst man in Japan traditionellerweise vor einem großen Taifun. Wir haben es zwar mit keinem Taifun zu tun, aber definitiv mit einer Art Katastrophe. Okay. Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka. Yugenzaka. Was ist denn los? Geisttransmitter? Hä? Über den Schubier wurden spezielle Vorrichtungen und ganz normale Telefonzellen eingebaut. Es handelt sich dabei um Geräte, durch die deine mit Katashiro Subjekten Geister sicher auf die andere Seite der Barriere übertragen werden. Ed, ein Freund von Keke, nimmt sie in Empfang und hilft ihnen wieder, ihre menschliche Gestalt anzunehmen. Je mehr Geister du überträgst, desto mehr PE hältst du. Versuche also, so viel zu retten, wie du kannst. Nun komm mal hier, du Kleiner. Hm? Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Ich bin von da gekommen, ne? Mal hier weiter. Musik. Ein Club, kann ich da rein? Schade. Und hier ist ja so ein Geist. Ach, 90 Geisterhebel hier gerettet. Okay. Was zur Hölle ist das jetzt? Was ist das? Ist jetzt nicht wichtig. Geh weiter. Hey, raus da! Das wird nicht gut enden! Aua, das tut ja weh. Hab mich erschrocken. Er sagt, ist nicht weiter, ist nicht wichtig, geh weiter. Zack, zack. Wer ist mal angegriffen hier? Aua, ich hab mich erschrocken. Ah, moin!
ein Minimarkt. Vielleicht findest du dort ja was Nützliches. Ist das eine Katze? Genau genommen, ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Im Besitz 10. 3000. Wofür wir das wohl gebrauchen könnten? Hier gibt's die ungewöhnlichsten Sachen. Oh, hier gibt's Engine. Die sind lecker. Kaufen wir mal einen von. Er sagt, die sind lecker, kaufen wir einen. Ich finde die auch ganz lecker. Kaufen ein paar davon. Sieht irgendwie falsch aus. Irgendwie kaufe ich ständig solche Sachen. Hundefutter. Vielleicht ist Hundefutter sogar noch wichtig. Ich kaufe mal einen davon. Wer hat schon ständig Gurken dabei? Danke. Gib bloß nicht alles aus. Nee, nee. Ja, ja. Wir müssen in den zweiten Stock. Mhm. Ja, dann mal hoch.